Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblinstone. Ja, beim letzten Mal haben wir die Zombie-Prinzessin oder besser gesagt Skelett-Prinzessin bekämpft. Das war ein ewig langer, harter Kampf, also zumindest auf meiner Seite. Für euch habe ich das stark zusammengeschnitten, weil... Ja, der Kampf, der ging halt wirklich ewig lang und es war halt durchgehend, ja, die beschwört Skelette, ich muss die Skelette kaputt hauen mit Exterminate, im Bestfall. Und es ging halt wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde so. Da könnt ihr froh sein, dass ich euch mehr als den halben Kampf erspart habe. Ich habe jetzt hier schon mal ein neues Team zusammengestellt. Also wir haben wieder 6 Kameraden hier, die gleich ins Land der Orks einziehen. Der Händler, der hat nichts Neues für uns. Für ihn haben wir jetzt mittlerweile Platz hier drin. Also ich meine nicht, dass er irgendeine gute Waffe für uns hat. Ne, er hat nur die Schrottwaffen leider für uns. Ja, wir müssen jetzt wieder zu den Orks zurück. Ich muss gerade kurz gucken, was ich dort an Fähigkeiten eventuell brauche. Beastbane. Der Bitter Innkeeper könnte auch auftauchen. Okay, dann passe ich eben kurz meine Kameraden hieran an. So, wir sind jetzt hier. Team ist angepasst. Also ich habe ein paar Techniken ausgetauscht. Ich bin mal den Raiders komplett auf Blutangriffe gegangen. Mehr Max-Leben ist gekauft. Also ich kann es ja eben kurz zeigen. Ich habe jetzt mal so Blood Rupture, Slicing Dagger, Pick Wounds, Wacky mag ich immer noch. Das habe ich dabei. Ansonsten habe ich hier wieder das Soul Gale drin. Und bei ihm habe ich jetzt mal die ganz normale Heilung gegen Sacred Shield getauscht. Ansonsten habe ich nichts geändert. So, was sagt denn die Karte? Dass ich auf jeden Fall oben lang will, weil da wesentlich mehr Optionen sind. Und vor allen Dingen, weil dort ein Goblin wartet. Und das könnte eine neue Fähigkeit sein. Da ist ein Akolyt drin. Ich glaube, fit habe ich nicht. Nee, fit habe ich nicht. Gib mir Max-Leben. Und ich kriege einen neuen Akolyten. Ist gekauft. Akolyten habe ich sehr wenige. Nach der Aufnahmesession hier muss ich echt mal auch Materialien mal wieder farmen gehen. Ich überlege gerade... Ich nehme lieber das Fragezeichen, das ist ein bisschen sicherer als das Teil, was eh verflucht ist. Könnt ihr euch umdrehen? Ach, die will ich gar nicht bekämpfen. Man on the Road. The Goblins encounter a boisterous band of manfolk. Ready for them attacking the Goblins. As it is often their way, the men await them. With smirks and dawning their faces, the lash is among them speaks out, "Oi, you give all gold," he coolly demands, "or we kill you dead." His companions exchange nods and chuckles in agreement. The goblins cautiously step back, deliberating their next move. Selbst wenn ich Geld hätte, ich würde es euch nicht geben, ich verprügel euch einfach. The goblins' hands tighten around their weapons as they prepare for the confrontation. With resolve, they will decide to stand their ground and face the man in battle, refusing to entertain into such brazen intimidation. Es ist echt nicht das erste Mal, dass ich euch bekämpfe. Ihr seid nicht so beeindruckend, wie ihr denkt. Der in der Mitte, ja, der Rest, nein. So, jetzt können wir die Harpune mal ausprobieren. Du, komm mal nach vorne. Der wurde aber nicht gestunt. Gehen wir nach hinten allesamt. Ihn will ich intercepten. Zeig den Finger. An dem kannst du riechen. Sacred Shield.
Das bringt erst was, sobald die Bluten auf sich haben. Du? Ich kratze dir deine Wunden auf. Erstmal purifizieren. Ich hack dich. Job. Einer weg. Komm her. Jetzt gib's aufs Maul. Ich habe bei ihm die neue Fähigkeit noch gar nicht bekommen. Blood Rupture, er hat zwei Dinger drauf. Ich treffe sogar alle beide damit. Jeden Stack 20% mehr Schaden. Ah nee, ich treffe nur einen. Ich kratze da noch mehr drin rum. Okay, der wird wahrscheinlich gleich so oder so am Gift sterben. Ja, wie ich es mir dachte. Ach, jetzt kriege ich das mal. Ich habe ihn seine Rüstung runtergehauen. Exceptional skill. Ist. Ich würde gerne noch mal vorher ein bisschen heilen. Zumindest den, der gerade richtig Schaden auf sich hat. Und noch mal ein bisschen Heilung. The goblins endure the encounter with the unscrupulous miscreants. Their pouch is unscathed and their treasure safe. Ja, sie wollten mich raiden, jetzt habe ich sie geraidet. Danke für euer Essen. Hat dem einen gut geholfen. Ich will unten lang, allein schon wegen Smithy. Uns geht's noch relativ gut. Ah, warum hast du dich jetzt umgedreht? Den müssen wir schnell wegkriegen. Oh, ich kann einen von denen die Rüstung runterprügeln. Friss mein Messer. Kannst du dich ruhig dazwischen schmeißen. Get over here! Hat natürlich auch einen Nachteil. Die können dadurch natürlich nach ihrem Stun sofort angreifen, ne? So, das schon mal aktivieren. Richtig. Hab mich mal ein bisschen weiter nach unten gepackt. Halt lieber deine Rüstung.
Diesen Abwehrboost bräuchte ich eigentlich bei ihm, ne? Oh, beide gekrittet. Autschen. Zack. Ehrlich gerade richtig im Sterben, der soll ein Schild haben. Einer weg. Stimmt ja, der hat ja ein Messer gefangen. So, ihm haben wir auch direkt hinterher. Das ist der, der richtig viel Schaden drücken kann. Heilung für alle. Und noch mehr Heilung für ihn. Er braucht sie. Braucht sie dringend. Das sieht so nach einem brutalen Kill aus, ne? Komm! Jawollo! Das ist ein Messer. Vielleicht kann ich dann noch mal heilen. Ja, ich konnte sogar noch recht gut heilen nochmal. So, jetzt kannst du drauf gehen. Und die hat noch Essen. Ich bezweifle, dass wir irgendwelche Undead-Gegner hier bekommen. Das können wir dismanteln. Das wird uns hier nicht viel bringen. Das kann aber er hier ruhig haben. So, Ölmir, der richtig gerade in den Binsen liegt, ja er. Zu Smithy wollte ich. Hallo, mein Freund. The Smith eyes their battered blades. So. Evident craftsmanship. Ah, schade. A poor turn of luck. Mivi wollte heute nicht so richtig. Ich brauch Zeug. Was kriege ich hier eigentlich überhaupt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Ist das ein Zombie? Ich krieg hier Holz. Das ist ein Skelett. Konflikt Skeleton. Panda Road. Skeleton appears to be muttering to itself, catching sight of the goblins. It beckons for the intention. Sirs, a moment of your time, if I may. It shatters.
I've been grappling with conflicting thoughts, yearning as the living tugs at me, yet I believe it to be wicked. The skeleton appears entangled in an ethical quandary. Purse of peace. A goblin acolyte suggested the pursuit of peace in the light of an immortal existence filled with joy is a more meaningful path. The skeleton contemplates the words and ponders, your wisdom is a beacon. I shall embrace this newfound perspective. In gratitude, it presents a token as a symbol of its imposition. Es hat mir ein Yellow Orb gegeben. Und da drin ist Max Leben. Das ist für ihn. Ich würde sagen, hier unten lohnt sich trotz allem wesentlich mehr. Auch wenn wir da oben einmal harvesten können. Hier können wir einmal einen Campfire mitnehmen, was uns einen Booster gibt. Dann können wir ein bisschen schneller angreifen. Hier ist einfach ein Sack mit Zeug versteckt. Kaum sichtbar, das war ja fies. So, gleich können wir einen kleinen Goblin retten. Dafür habe ich keinen Nutzwert. Ich dachte, das hätte ich schon genutzt. Plus 5 Power, 20 Leben pro Kill. So. Haben wir noch ein bisschen Heilung behalten. Ach, ich habe einen weiteren davon gefunden. Er darf dann auch noch ein bisschen Max-Leben haben. Er kriegt einen Power-Boost. Die hätten wir ein bisschen besser verteilen können, bin ich ganz ehrlich. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So, retten wir einen weiteren Goblin. Bevor Goblin Slayer vorbeikommt. Hardhead. Ich glaube, die mit den Hardhead, die haben es bisher nicht ein einziges Mal nach Hause geschafft. So, machen einen Abgang nach Hause. Ich würde sagen, der untere lohnt sich mehr, weil wir da einen Schrein mit einem Blessing kriegen. Lohnt sich definitiv mehr. Kurz Moment warten. Zugriff. Den Finger da macht. Riech dran. Der steckte vorher in meinem Popo. Staggering hit. Die werfe ich ein Messer entgegen, dann stirbst du gleich. Um den brauchen wir uns nicht weiter kümmern. Ich hole den Defender nach vorne, der soll sich nicht wehren können. Nein. Ich habe ihn auch noch langsam gemacht. Der wird sowas von verenden. Einer schon mal weg. Der soll den ruhig defenden. Ich hau ihm vorher seine Rüstung runter, dann krieg ich auf jeden Fall den Damage. Ich will ja sogar ihn zuerst loswerden.
Du kriegst ein Messer, dann stirbst du auch gleich. Brauche ich mich um den gar nicht mehr kümmern. Oder ich treffe ihn damit nebenbei. Finger, die stink in dein Gesicht. Der Healer macht einen guten Job. Nach hinten mit dir. Nochmal alle gut geheilt. Sayonara. Hier gestorben, da liegt sein Zeug. Keine weiteren Fragen. Okay, ich glaube, wir müssen den Innkeeper nochmal verprügeln. Kommt da nochmal ein Shop? Sieht nicht so aus. Dann kann ich die Heilung ruhig fressen. Sated and ready for the road. Das lag gut versteckt hinter dem Baum. Ja, Heilung normal verbessern. Heilung verbessern ist immer gut. Übrigens gemeint, dass nicht ein einziger Guru in den letzten Runs auftaucht, ne? Der Guru ist eigentlich so ziemlich das Beste, was einem über den Weg laufen kann, weil er die Techniken verbessert. So, mehr Power bitte. They rest and reflect upon the day's events. Ah, hier ist der Innkeeper nochmal. The innkeeper prepares to avenge an old grudge. His familiar face sour with hatred. Der verbitterte Innkeeper. Fürs Messer. Be resisted. Fließt meine Dummfalle. Wie war das mit denen? Erstmal ein Healing Prayer. Wirft seine Cocktails. Der Bitter Slam, der wird ja immer mächtiger und mächtiger. Mit einem Akolyten kann ich diesen Bitter-Status eventuell sogar clearen. Messer! Messer! Autschen. In den Wunden rumkratzen! Ach, hör doch auf damit. Blood Rupture. Oh, 27er Crit. Die Falle will einfach nicht, ne?
Previous Shot. Also. Finger, du Sting, riech dran. Alter, das Blutset, das ist ja auch mega stark, ne? Vor allem bei den Bossen. So, ich nehme dir mal deine Effekte, ne? Ah, okay, das Bitter, das kann man nicht clearen. Gut zu wissen. Das würde nichts bringen. A vital blow. Ich hole dich mal nach vorne, Junge. Messer. So, ihn kann ich verprügeln. So richtig gut. Aua, der Bitter Slam. Heebie-jeebies. Liebe Heebie-jeebies, allein schon das auszusprechen. Hatte irgendwie Laune. Ich finde es nicht so geil, aber wenn der Akolyt von Heebie-Jeebies getroffen wird, weil der ist einer der wenigen, wo ich nicht will, dass er darauf folgend dann geslowt ist. Mag ich absolut nicht. Excellent strike. Ah, er ist gerade ein bisschen bitter. Also muss ich in seinen Wunden rumkratzen. Staggering hit. Ach, der Blood Rupture ist so mächtig. Ich purify ihn mal, weil ihn brauche ich gerade richtig. Der muss blocken können. Er muss ihn intercepten. Aua. Ich würde gerne, aber ich brauche den Schaden. Exceptional skill. Schade, dass das keinen Schaden macht. So, einer weg. Er wird am der Blutung sterben, oder? Ja, der stirbt auch 100 pro an der Blutung. Den kann ich ignorieren. In den Wunden im Kretz macht Spaß. A precise assault. His defeat is as bitter as his futile quest for vengeance. So, das kann ich dismanteln, weil das wird mir eh nichts mehr bringen. Money? Money. So, jetzt kommen wir im Orc Village hier an. Und erzählen dem, was passiert ist. Warum ist hier nicht dasselbe passiert? Nee, da stehen sie noch. The goblins return to the stronghold and tell the orcs of the deserted village. The orcs stop their work to huddle and listen as the goblins recount their tale. The orcs deliberate amongst themselves before finally concluding that the undead have fallen upon Brightwood in earnest. Struck with sudden trepidation, the old orc begins to worry about the safety of the other settlements. He roars commands to the orcs in attendance to form a war band.
Together, the orcs and goblins fly with urgent haste to defend the remaining orcish villagers. Die schauen uns hinterher. Wir haben auf jeden Fall was mitgebracht. Und diesmal ist keiner gestorben. Dass keiner gestorben ist, muss man halt nochmal extra erwähnen, ne? Fend the Gibberlands. When you work at the Orcish Village of Gibberlands to assist in fending off any undead that may attack. A tranquil home for goblins in the twilight of their life. Einen Tag noch, dann haben wir den ersten von denen, der mal das mit dem Retiren durchzieht. Wir können auf jeden Fall jetzt erstmal das verkaufen, was wir bekommen haben. Das ist für den Hunter. Das hat auf jeden Fall mehr Power. Und vor allen Dingen, ich würde es allein deswegen kaufen, weil dann kann ich endlich zwei Hunter mitnehmen. Ist gekauft. A fair trade. Ich nehme die nur, wenn die mindestens grün sind. Obwohl, warte mal. 9 Power. Das Ding ist stärker, aber es hat keinen Bonus drauf. Ich würde gern. Aber overall ist das, was ich da habe, trotzdem besser. Ist halt nicht so, als ob man hier jetzt irgendwo speziell die Effekte drauf klatschen kann in irgendeinem Raum. Die Ancestor Hall. Dafür brauchen wir, wie viele Seen nochmal? 35. Let us not forget those who have gone before. Kann die auch automatisch organisieren? Oh, das sieht ja wesentlich schöner aus. Naja, abgesehen von der Empty Chamber. Vielleicht mehr Quarters. Ich kann eh nichts upgraden, ne? Ich brauche halt mindestens 30 bei zwei Sachen. Allerhöchstens Lader oder Armory, falls die halt auch Stein bräuchten. Lader ist hier unten. Ne, das braucht halt das. Das bringt halt nicht so extrem viel. Na gut, ne? Ich würde sagen, hier haben wir jetzt für heute fertig. Wir können auch die Beltmap gucken. Guck mal, wir müssen jetzt so langsam ein bisschen weiterziehen. Also beim nächsten Mal geht es nach Fern Narrowst. Das wird ein reiner Erkundungsstream. Dort kriegen wir dann auch ein bisschen Knochen und Leder. Ich sehe schon, dass ich dann auf den Beastbane auf jeden Fall gehen muss, weil dort Tiergegner sind. Dann nehme ich dann die Harpune, glaube ich, wieder raus, weil so krass fand ich die jetzt leider nicht. Sie ist nett, wenn man das in Kombination mit den Raiders macht. Aber da ist halt der Haken. Du musst halt sofort mit dem Raider dann mit Wacky reinschlagen können. Ansonsten bringt die Harpune recht wenig. Und vor allen Dingen ist es keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie gestunt werden. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann sage ich aber ciao und bis dann.